Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, hier bei Dungeon of the Endless Season 2. Wir sind in Episode 4 und auch schon in Level 7 mit unseren vier Leuten. Und wir haben drei Türen zur Auswahl. Rechts erstmal, würde ich sagen. Ah, Mist, da ist leider kein großer Module-Slot drin. Hier aber. Na kommt, Leute, macht ihn fertig. So, ich muss mal kurz bei mir ein bisschen leiser machen. Für euch wird sich nichts verändern. Aber sonst höre ich mich selber kaum noch und das ist natürlich auch nicht gut. So, dann werden wir hier erstmal das Industriemodul hinpacken. Da ist auch schon mal die nächste Tür. Ich denke, wir lassen Mormisch. Ah, der hat 17 Int. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Ja, wir lassen Mormisch hier und der Rest kommt dann weiter. Ja, der bleibt jetzt einfach mal da. Der Rest geht hier nach links weiter. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Dust. Das müsste eine Dustmaschine sein. Aktivieren wir. Jawohl. Sehr schön. Und dazu kriegen wir auch noch direkt einen großen Module-Slot. Ist es nicht schön? So, dann kommt ihr zwei weiter. Und zwar... Ich denke, wir gehen erstmal nach rechts und schauen da mal nach. Ich denke, ich werde jetzt ihn hier auch nicht noch weiter... Oh. Ich würde sagen, Tesla Modul 3. Schnell! Macht ihn platt, dankeschön. Super. Puh, das war knapp. Wäre fast durchgekommen. So, dann brauchen wir das Nahrungsmodul natürlich noch. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Da wir jetzt hier schon mal alles gesichert haben, würde ich sagen, dann machen wir dann später weiter, wenn wir kein Das mehr haben. Also wir machen jetzt erstmal hier die Tür auf und machen jetzt hier so ein bisschen ein Perimeter wieder um unseren Kristall frei. Hier werde ich Gefangenentreiber hinbauen. Na los, tötet sie schnell, schnell, schnell. Dann machen wir, glaube ich, dann hier nochmal ein Nahrungsmodul rein, wenn wir den, sobald wir den genügend Industrie haben. Es ist jetzt doch 20 pro Runde hier mit Mormisch. Also das ist schon einiges. Von 11 ist es auf 20 hochgegangen. Ich würde sagen, da können wir uns nicht beschweren. So, wie gesagt, dann machen wir hier erstmal nochmal ein Nahrungsmodul hin. Damit wir auch vielleicht mit den Level-Ups mal wieder etwas in die Gänge kommen. Und dann werde ich hier auch nochmal ein paar Gefangenentreiber hinbauen. Und dann geht es hier erstmal weiter. Leider fehlt halt wieder auch ein bisschen was an Dust. Aber es geht, ist jetzt nicht so schlimm. So, da brauchen wir aber schon 35, nee, 40 brauchen wir, 40. Wir wollen nicht das Tactical Hut bauen, sondern wir wollen nochmal ein Nahrungsmodul, glaube ich, hinbauen, würde ich sagen. Oder Industrie, müssen wir mal gucken. So, da haben wir nochmal Dust. Ich würde fast sagen, wir leuchten das hier nochmal so ein bisschen aus. Ich denke auch, dass ihnen zwei ein Level-Up zu spendieren ist, verschwendete Nahrung, weil sie sowieso hoffentlich nicht großartig kämpfen werden. Deswegen werde ich jetzt einfach mal so weitermachen. Oh, da ist das Endless Artifact, sehr schön. Nahrungsmodul 3, hervorragend. So, dann wollen wir hier... Was wollen wir hier? Ich denke, Wissenschaft haben wir genügend... Ich denke, das passt auch. Wir packen nochmal ein Nahrungsmodul hin, damit wir mit den Level-Ups hoffentlich wieder ja nachziehen können. Und vielleicht auch nochmal zwei Tesla-Module. Und dann würde ich fast sagen, gehen wir hier oben hin und machen da nochmal eine Tür auf. Vielleicht hier auch nochmal ein Tesla-Modul.
Wenigstens haben wir jetzt in diesem Run haben wir ordentliche Forschung. Also wir haben eigentlich ganz gute Verteidigungsmaßnahmen. Das Neurolähmungsmodul könnte noch ein bisschen besser sein, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. So, da haben wir eine Stele. Kommen Gegner raus? Es kommen keine Gegner raus. Lebensgeneration plus 20 in einem Raum ohne Monster. Verteidigung 0. Naja. Das ist nicht so wild. Dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis die Forschung fertig ist. Das wird jetzt noch 2 Türen dauern. Genau. Und dann müssten die auch wieder schon genügend Wissenschaft haben, um das nächste zu erforschen. So, dann kriegen wir... Geben wir Nano einfach mal ein Level up, würde ich fast sagen. Weil der ist der, der am meisten kämpft. Der hat es am bitter nötigsten. Und wir sind auch schon in 7. Eigentlich möchte ich ganz gerne gucken, dass die Kämpfer jeweils das Level des Raumes haben. Ein anderes Problem, das wir aktuell noch haben, ist... Ups. Ein anderes Problem, das wir momentan noch haben, ist, dass wir nicht so viele Items haben. Wir haben relativ wenig Items. Ich denke, wir werden jetzt auch letztes Abendmahl anmachen. Die rennen einfach durch. Das passt. Du kommst hier rüber. So langsam wie die Monster ein bisschen. Gut, das war jetzt nicht mal unbedingt notwendig, aber sicher ist sicher. Die Frage ist, wo wir denn als nächstes aufmachen. Sollen wir hier nochmal eine Tür weitergehen? Ich weiß es nicht. Ist schon ein bisschen risky, ne? Jetzt, wobei, ja. Moment kurz. So, da sind wir auch schon wieder. Bitte entschuldigt die Unterbrechung. Wir werden jetzt auf der linken Seite erstmal weitermachen. Solange, wobei, wir könnten jetzt auch schon eigentlich mal wieder hier hingehen. Wir gehen mal nach rechts. Machen wir nochmal ein paar Gefangenentreiber hin. Und dann sollte es doch eigentlich hier problemlos machbar sein. Nochmal ein Endless Artifact. Jetzt haben wir auch das Nahrungsmodul 3 freigeschaltet. Und da kommen Gegner raus. Dann würde ich fast sagen, dann verpissen wir uns von da. Und lassen sie erstmal durchrennen. Ja, die machen das eigentlich ganz gut. Die Tesla-Module, die machen ja auch ordentlich Schaden, ne? Die haben 48 Angriffskraft. Das ist doch schon eine ganze Menge. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir noch was Vernünftiges zum Erforschen haben. Finstere Mine, Neurolähmungsmodul hätte ich ganz gerne. Und dann, was haben wir noch? Ah, 100. Das ist wichtig, dass wir das Nahrungsmodul 4 noch kriegen. Das Tesla-Modul 4 wäre natürlich auch wichtig. Ich denke, wir machen erstmal das hier. Das ist mir fast wichtiger aktuell. Weil ob wir jetzt 3 oder 4 haben Nahrung, es ist schon wichtig, aber es ist nicht so wichtig, dass ich das jetzt hier für alles andere stehen und liegen lassen würde. Oh. So, wir werden hier auch direkt Neurolähmungsmodul hinpacken, damit die Gegner hier ein bisschen länger... Ah, nein, 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 nein. Die hauen das Ding platt. Mist. Das war's mit der Forschung. Das war so ein Bild... Die roten Dinger da, die sind so Building Destroyers und... Das ist nicht ganz so geil. Wow, das war allerletzte Sekunde. So, dann würde ich fast sagen, machen wir ein Level up hier. Was kriegt der? Infiniten-Experte. Nachdem du dein Leben lang Imitationen gesehen hast, erkennst du die echten. Was auch immer das bedeuten sollte, sagt mir jetzt gar nichts. Ich habe ihn auch noch nicht großartig gehabt, wahrscheinlich ein oder zwei Mal, aber ich kenne seine Fertigkeit nicht mehr. So, dann würde ich fast sagen, ich möchte eigentlich nicht dieses Nahrungsmodul verlieren, das wäre ziemlich schlecht.
Und ich möchte auch nicht das hier verlieren eigentlich. Muss jetzt noch ein paar Runden durchhalten. Das wäre halt alles schon sehr wichtig. Und irgendjemand, der reparieren könnte, wie viel Intelligenz hast du? Du hast 9, Dell hat 11. Weil Dell könnte reparieren. Ich werde das wahrscheinlich in Zukunft so machen, dass ich Dell mitnehme und ihn dann irgendwo ja, rumstehen lasse beim Operaten. Denke ich mal. So, dann gehen wir hier hin. Machen wir nochmal ein Neuroleimungsmodul hier hin und noch einen Gefangenentreiber. Für den Fall, dass Gegner durchrennen wollen. Aber aktuell machen wir mehr die Gegner Sorgen, die, ja, die Buildings hitten. Der zum Beispiel. Schnell, macht ihn platt. Die anderen sind nicht so ein Problem eigentlich. Es sind wirklich in erster Linie die, die dann halt unsere Gebäude kaputt machen. Oh! Den habe ich nicht gesehen. Das war ganz mies. Eieiei. Jetzt haben wir 2 oder 3 Räume verloren. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war ziemlich schlecht. Naja, ich denke, wir müssen gucken, dass wir das Exit irgendwie finden und dann nix wie raus hier. Mist. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich da nicht gesehen habe, dass da Gegner gekommen sind. Aber gut, ne? Was will man machen? Wir müssen irgendwie weiter. Ah, da kommt schon wieder so einer. Ja, und da kommt auch wieder Gegner. Geh du hier hin. Du gehst hier hin. Hilft ja nichts. Wir müssen das irgendwie verteidigen. Und ja, es wird immer problematischer, weil die hier einfach durchrennen, die Schweine. Ich glaube, es könnte sogar gewesen sein. Ja, das war's auch schon. Ich weiß nicht, warum die plötzlich so stark waren. Ich habe das jetzt irgendwie völlig unterschätzt, die Gegner. Ja, schade. Das heißt, das war es bereits mit dem zweiten Run. Das ist jetzt ein bisschen unverhofft gekommen. Ich habe Fehler gemacht zwischendurch. Ich habe da einmal nicht aufgepasst und dann ist es das halt teilweise schon. Naja, was soll man tun? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.